Ja, hallo, mein Name ist Markus Hauptmann. Ich bin vom Beruf Volksschullehrerin. Warum? Weil ich mag Kinder. Kinder sind für mich irgendwo wie kleine Menschen. Also ich liebe sie alle, die Kevins, die Jessicas, die Jacquelines. Das ist kein Spaß. Ich habe in meiner Schule im 21. Kakel, da habe ich ein Mädchen in der Klasse gehabt, die hat geheißen, Obacht, Semempfa. Semempfa Pscherl. Gott sei Dank waren ihre Eltern relativ jung, haben noch keine dritten Zehen gehabt. Pscherl. Also, ja, eine Geschichte habe ich gleich mitgebracht. Ich hatte mal in einer Klasse einen türkischen Buben, den Dennis. Den Dennis, den habe ich damals in der zweiten bekommen, habe ihn hinaufbegleitet bis zur vierten. In der vierten wollte ich wissen, was hat der Bub jetzt bei mir gelernt. Also, und man hergeholt, Dennis, gib mir doch einmal einen Aussagesatz. Darauf der Dennis. Mein Vater hat Kebabude. Ich war total begeistert und habe gedacht, ja, Baby, ja, bist der Weltlehrer. Dennis, ultimativer Test, gib mir doch einmal einen Fragesatz. Mein Vater hat Kebabude. Verstehst? Ja, wirklich. Habe ich nicht erfunden. Ja, das Orga an dem Job sind halt irgendwie die Kinder oder die Eltern, das unterrichten was auch immer. Nein. Das richtig Komische an dem Job sind ja bitte die Lehrer selber. Also ich kenne definitiv keinen einzigen normalen Vertreter dieser Spezies, weil so, die haben alle so einen leichten... Es beginnt ja schon da, wenn ein Lehrer seiner Angebeteten einen Heiratsantrag macht. Möchtest du meine Frau werden, ergo, willst du mich heiraten? Ja! Antworte bitte den ganzen Sätzen, ich mache jetzt einen.